Hallo? Hallo? Ist da noch irgendjemand? Hey Leute, was geht? Ja, ich bin wieder da und einige werden sich sicherlich fragen, hä? Wer ist das denn? Ich weiß, es gab seit fast 2 Monaten kein Video mehr, so lange kein neues Video auf YouTube, das sind Jahre im Real Life. Aber warum so lange kein Video kam, seht selbst. Und er geht an. Und der Bildschirm bleibt schwarz. Oh. Aber jetzt habe ich endlich wieder funktionsfähiges Werkzeug und kann endlich wieder Videos schneiden. Und darum fange ich auch gleich mal mit einem Mecker-Video an. Wie ihr seht, es ist Winter. Welch eine Neuigkeit sie gehabt. Ja, wir stecken mittendrin in meiner Hassjahreszeit. Und was mich alles am Winter nervt, das zeige ich euch jetzt. Dinge, die im Winter nerven. Schnee. Versteht mir nicht falsch, Schnee ist toll und es gibt sicherlich im Winter nichts Schöneres als eine weiße Schneelandschaft. Aber die Betonung liegt auf weiß. In der Stadt gibt es nämlich keinen weißen Schnee. Ah. Schneebälle, Schneeengel, Schneemänner sehen allesamt aus wie ein toter Iltis. Und riechen auch so. Die Kälte. Es ist so fucking kalt, mit Pulli über Pulli über Pulli und noch 3 Jacken versuchst du dich echt vor den gefühlten minus 38 Grad zu schützen und siehst dabei aus wie so ein kleines, dickes Michelin-Männchen. Aber egal, Hauptsache warm. Doch dann steigst du in den Bus. Oh, du kriegst den Hitzeschock deines Lebens. Dort sind es dann nämlich gemütliche 26 Grad und in deinem Michelin-Männchen-Outfit schwitzt du dich dort zu Tode. Natürlich, die Schlaufüchse unter euch könnten ja jetzt sagen, naja, Annie, dann zieh doch was aus. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wie denn, wenn der Bus proppenvoll ist und außerdem, bis du das alles ausgezogen hast, geschweige denn, du weißt auch gar nicht, wohin damit, wenn der Bus so voll ist, und dann das alles wieder angezogen hast, hast du schon 3-mal deine Haltestelle verpasst. Also völlig sinnlos. Und wenn wir schon mal bei der Kälte sind, bleiben wir gleich mal dabei. Denn nicht nur das Busfahren ist anstrengend. Nein, auch shoppen geht gar nicht. Wieder tschüpp, sobald du den Laden betrittst, das Hitzeschlagproblem. Und sobald du dann deine 5 Pullis und 3 Jacken ausgezogen hast, hast du schon die Hände proppenvoll, ohne dass du überhaupt irgendwas gekauft hast. Entschuldigung, kann ich Ihnen behilflich sein? Wer spricht da mit mir? Ich kann Sie nicht sehen. Aber als wenn das nicht schon genug wäre. Nein, auch morgens beim Aufstehen ist die Kälte echt ein Problem. Also im Sommer komme ich morgens viel besser hoch als im Winter. Woran das wohl liegt? Oh nee. Oh, viel zu kalt. Ich sterbe auf dem Weg ins Bad. Winter ist teuer. Ja, wir waren ja eben schon mal beim Thema Shoppen. Aber nicht nur das Shoppen an sich ist ein Problem, sondern ist euch mal aufgefallen, dass Winterklamotten echt teuer sind? Nicht nur alleine, dass man im Winter so viel anziehen muss. Wenn ihr vernünftig warme Pullis und warme Jacken haben wollt, ey, dann müsst ihr echt euer Konto plündern. Die sind echt verdammt teuer. Ja, dann musst du ja schon fast Haus und Hof verkaufen, um im Winter warm angezogen zu sein. Schrecklich. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, dass man so viel anziehen muss. Da lobe ich mir den Sommer. Kleidchen an und raus vor die Tür. Es wäre einfach so viel einfacher, wenn Deutschland in der Karibik liegen würde. Matschwetter. Vorzugsweise sieht der Winter ja so aus. Zwischen 12.15 Uhr und 12.17 Uhr könnt ihr die Sonne bewundern. Ansonsten ist es eher bewölkt, regnerisch und kalt. Und dieses Matschwetter, gerade wenn es geschneit hat und es natürlich nicht lange liegen bleibt, ist es einfach nur feucht und kalt draußen und ihr versaut euch eure ganzen Schuhe von Matsch, Salz und Dreck. Oh, leise. Das Rudolf-Syndrom. Ich denke, das Problem kennt wirklich jeder von euch im Winter. Die Rotze läuft. Dauerschnupfen ist angesagt. Entweder habt ihr ihn selber oder die Leute in eurer Umgebung und ruckzuck seid ihr wieder damit angesteckt. Euer halbes Monatseinkommen geht drauf für Taschentücher. Und durch dieses 100-malige Naseputzen am Tag seht ihr irgendwann aus wie eine Mischung aus Rudolf dem Rentier und einer absoluten Saufnase. Die Dunkelheit. Oh mein Gott, was gibt es Schlimmeres? Du wachst morgens auf, es ist dunkel. Du gehst zur Schule oder zur Arbeit, es ist dunkel. Du kommst nach Hause, es ist dunkel.
Du verbringst dein Leben nur im Dunkeln. Bin ich ein Vampir oder was? Wer mag das schon? Akku leer! Nein, doch nicht jetzt! Wartet. Der Winter ist viel zu lang. Also im Dezember, gerade so die Vorweihnachtszeit, finde ich den Winter echt schön. Man hat Plätzchengeruch überall, man freut sich auf zu Hause, um es sich bei Kerzenschein und Tee gemütlich zu machen. Dann kommt noch Silvester mit dem großen Rumgeballer. Und dann? Dann könnte es meinetwegen vorbei sein. Dann kommt nämlich der Januar und da gibt es gähnende Leere. Und man wartet eigentlich nur noch darauf, dass sich der Winter ganz schnell verzieht und ganz schnell Frühling ist. Tschüss, Bikini-Figur! Ja, auch im Dezember habe ich wieder getreu dem Motto gelebt. Na, was hast du Weihnachten so bekommen? Also ich nehme Bauch und du? Ja, wie schon eben erwähnt, zum Winter gehört nun mal die Weihnachtszeit. Und zur Weihnachtszeit gehören Plätzchen, da gehören Stollen, da gehört Ente mit Klößen, Schoko-Weihnachtsmänner, heiße Schokolade und natürlich viel, viel weniger Bewegung, weil draußen, da ist es ja dunkel und kalt. Mein Lieblingswintergemüse sind übrigens Marzipankartoffeln. Zusammenfassend bin ich der Meinung, alles wäre besser und einfacher, wenn auch wir Menschen Winterschlaf halten könnten. Aufwachen und zack, doppelter Kontostand, ausgeschlafen und Bikini-Figur. So, und ich hoffe, oh. So, jetzt habe ich mich ordentlich über den Winter ausgekotzt und ich muss sagen, das hat echt gut getan. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch am Winter nervt. Über Probleme reden soll ja helfen. Oder seid ihr eventuell sogar welche von denen, die den Winter mögen? Dann schreibt mir doch mal rein, warum ihr den Winter so mögt. Vielleicht kriege ich dann noch ein paar positive Vibrations zum Winter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Video am Montag. Ciao.